Oh ja, komm. Ja. Das ist einfach der Beweis. Ja. Das ist einfach der Beweis. Das ist das Movement. Let's go, zurück und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so krank. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute gibt es mal wirklich ein ganz spezielles Video hier in Black Ops 4. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, das Perk, das euch zum Hacker macht. Das Ganze kann ich euch heute nur präsentieren, da ein netter Viewer mich im Twitch-Chat darauf hingewiesen hat, dass es eine spezielle Sache gibt, die irgendwie keiner in diesem ganzen Jahr in Black Ops 4 genutzt hat, die wirklich extrem, extrem stark ist. Und ich dachte erst, na okay, er wird vielleicht nicht so viel Ahnung haben, aber Leute, holy shit, das ist ein Trick mit einem Perk zusammen. Geisteskrank. Geisteskrank. Und zwar handelt es sich bei dieser ganzen Sache um das Perk Schleicher. Leute, jetzt mal Retalk. Guckt euch mal das Perk an. Wer von euch hat Schleicher schon mal gespielt? Also, ich habe es bis jetzt niemals in komplett Black Ops 4 gespielt. Wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, steht hier schnellere Bewegungen geduckt und liegend. Ja, das heißt, man bewegt sich im Liegen ein bisschen schneller, man bewegt sich beim Ducken ein bisschen schneller. Aber man könnte jetzt immer noch denken, ja, okay, was soll mir das jetzt bringen? Wo hack ich da jetzt? Wie, was, wo? Deswegen zeige ich es euch einmal kurz im Private Game und danach werden wir zusammen die Lobbys damit zerstören. So, wir sind jetzt hier im Private Game angekommen und bevor ich euch das halt gleich in-game zeige, wie wir die Lobbys zerstören, will ich euch hier ganz kurz erklären, worum es geht, worum es sich handelt. Und zwar ist es eine Kombination aus der Klasse und dem Perk. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr eine Waffe nehmt, die Doppelschaft hat, damit ihr euch am schnellsten bewegen könnt. Also ihr braucht die schnellstmögliche Bewegung im Aim, denn nur so funktioniert das, was ich euch jetzt gleich zeige. So, ihr wisst sicherlich, mit zweimal Schaft bewegt man sich so schon sehr, sehr schnell. Ihr seht das Ganze hier, aber jetzt achtet mal auf eine Sache, wenn ich mich hinhocke. Seht ihr, wie schnell das ist? Das ist unfassbar. Wenn ihr euch jetzt wieder hinstellt, ist es ein bisschen langsamer und jetzt ist es wieder ultimativ schnell. Das heißt, das Schleicher-Perk bringt euch einfach, dass ihr euch hier ja eh schon schneller bewegt und mit Doppelschaft ist das Ganze nochmal schneller. Und jetzt könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie das dann im Gunfight aussieht. Also was wir jetzt gleich in-game machen werden, ist nämlich, dass wir die Gunfights ganz normal nehmen und dabei uns immer wieder hinhocken und aufstehen, damit das Tempo mal langsamer, mal schneller wird, um die Gegner zu verwirren, damit sie euch nicht mehr so schnell treffen. Und dann sieht das quasi so aus, dass man so hin und her geht und absolut schnell ist und dann halt so die Gunfights macht. Und glaubt mir, Leute, es ist geisteskrank. Dieses Movement hat heute unfassbar Spaß gemacht und hat mir wieder neue Motivation für Black Ops 4 gegeben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Game, probieren ein paar Waffen aus und zerstören die Lobbys. Let's go. So, wir sind auf Nuketown angekommen. WXP-Playlist ist wie immer am Start. Ich hoffe nur, dass wir keine campenden Gegner haben, weil sonst wird das ein bisschen schwer. Aber da rennt jemand. Da sind ein paar. Ja, Digga. Ja. Immer schön das schnelle Movement beibehalten. Zack, den Liegenden auch ganz easy gecleaned. Bam, hier, der trifft mich gar nicht erst wegen dem Movement. Und da hätte ich einfach schießen sollen. Oh, vorsichtig. Ja, nein. What? Oh, lol. Oh, hier. Oh, no, zu wenig Muni, Alter, Digga. Weil die Saug einfach leider keine Magazinerweiterung hat. Das ist so schade. Das wäre so böse gewesen gerade für die Gegner. Oh, da ist jemand. Da sind sogar zwei. Da sind sogar drei, Digga. Das kannst du nicht ernst meinen. Torti. Torti, das kannst du nicht ernst meinen, dass du da sitzt, Mann. Dass du da liegst, Mann, Torti. Torti liegt da wieder. Torti, deine Mutter hat dich nie geliebt. Egal, den holen wir uns. Den holen wir uns hoch. Zack, kurz ein bisschen ducken. Damit er bloß keinen Schaden macht. Hier auch nochmal. Oh, lol, die Quarterstorm, nee. Okay, pass auf, zack. Hier um die Ecke springen. Ah, das ist wieder Torti, natürlich. Da brauchst du gar kein Movement. Der sitzt nur rum, beziehungsweise liegt nur rum. Weg. Komm her. Aufs Maul. Ja, easy. Oh mein Gott, Digga, das ist halt wirklich... Guck mal, wie der nicht trifft. Wie der nicht trifft, wie ich ihm davon gelaufen bin. Das ist halt lächerlich. Leute, das haben wir ein ganzes Jahr lang nicht gespielt. Das haben wir nicht gesehen. Wir wussten es nicht. Wir wussten es alle nicht, Leute. Dass es so krank ist. Wir wussten es einfach nicht. Oh, der Headglitch-Killer. Hier, zack, bam. Verwirrt. Einfach verwirrt. Torti liegt rum. Easy. Hier, pam, pam, der trifft nicht, Digga, der trifft nicht. Seht ihr das? Das ist gestört. Mit der SMG ist es natürlich am stärksten. Und ihr müsst es echt erstmal, ihr müsst es erstmal rausarbeiten, Leute. Ihr müsst darauf klarkommen, ihr müsst es trainieren. Das ist echt nicht sowas, was so nicht skillhaft ist, sondern man muss es wirklich trainieren ein bisschen und damit klarkommen.
Zack, die liegen da, ganz easy. Nachladen. Ja, schade, schade, Mensch. Feindliches Scharfschützennest, Digga, woher denn? Das verstehe ich schon wieder nicht. Hier seht ihr das, Alter, man weicht halt den Schüssen einfach größtenteils aus. Das ist so heftig. Holy. Oh mein Gott, Digga. Nein, nein, Digga, lächerlich. Oh, Leute, der liegt da ja. Ich dachte, der ist oben. Hier, der trifft nicht. Ist einfach vorbei mit dem Treffen bei den Gegnern. Alter, es ist immer wieder. Bei jedem Kill denke ich mir, es ist halt heftig. Es ist wirklich heftig. Wenn man das ein bisschen meistert, ist es ganz, ganz, ganz brutal. Holy shit, Leute. 49 zu 24 in einer Lobby, wo Leute Sniper-Heli und sowas gedrückt haben. Solo auf Nuketown ist heftig mit der Sau. Gebt euch nochmal die Killcam. Ich weiß nicht, ich habe das Movement wahrscheinlich komplett getriggert. Ja, hier nicht, aber hier schon. Zack. Damit kann man auch übrigens echt richtig, richtig gut Headshots machen. Einfach zu schnell. Einfach zu schnell. Guckt euch das an. Einfach unter den Kugeln wieder runter und wieder hoch. Das ist gestört. Was für mich jetzt richtig interessant ist, ist, ob die Tigerhai damit extrem stark ist. Weil Doppelschaft LMG. Mal schauen. Ich bin gespannt. Müssen hier auch erstmal am Anfang ein paar Kills machen. Vielleicht die Streaks raushauen. Ich habe richtig Bock, Alter. Let's go, Mann. Ach, Digga. Sieht beim ersten Kill schon wieder eklig aus. Ich bin euch ehrlich. Aber S6, da kannst du nichts machen. Da machst du nichts. Oh, holy shit, Digga, das Movement. Komm her. Komm her, Baby. Ja. Ja, also man muss sagen, auch auf Vatigahai ist es stark. Aber die Saug, also als SMG, da machst du wirklich gar nichts gegen. So, Sniper-Eli ist auch ganz schnell da. Ganz entspannt. So macht das richtig Laune mit so einem neu gefundenen Movement, wo man richtig nochmal was raushauen kann. Das macht doch Laune, Alter. Mal sehen, ob wir hier noch eine ordentliche Streak raushauen können. Oh, der Sniper-Heli, Digga. Oh. Hinter mir gespawnt. Oh, nee, da kann ich nicht komplett rein, oder? Doch, einen haben wir. Nächster Sniper-Heli. Komm, nicht sterben, nicht sterben. Wir gehen auf Gunstreak. Wir gehen auf Gunstreak, Leute. Auch um jemanden abzuaimen. Mal ganz kurz, auch richtig schön. Oh mein Gott, wie wir die Halbzeit überlebt haben. Nee. Nee, 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 das ist zu viel für meine Nerven. Ich weiß nicht, auf was für einer Streak ich bin, aber wir ziehen einfach durch. Da nehmen wir auf jeden Fall viele C ein. Das heißt, hier dürften eigentlich gerade nicht so viele kommen. Wir schauen mal. Da ist auf jeden Fall einer. Let's go. Da kommen sie. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. So, Sniper-Heli hauen wir raus. Das ist unsere Deckung. Einfach mit dem Movement um die Ecke, den schnell holen. 200 raus, dann sind wir erstmal wieder safe. Konterdrohne, Drohne, lecker Schmecker. Boah, ja, Alter. Das macht Laune, Junge. Komm her, komm her. Zeig dich. Let's go. Skrupellos, okay. Wir waren noch nicht so hoch, wie ich dachte. Das Mädchen sitzt in der Ecke. Holy shit. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, gleich einen ganz komischen Spawn. Ganz komischer Spawn, glaube ich, gleich. Ja, auf A, auf A, auf A. Da ist einfach einer auf A. Okay, den habe ich aber. Und hinten im Spawn ist, glaube ich, auch noch wer. Gerade eine Raketenwerfer. Ja, scheiße, wird vom Heli gegeiert. Jetzt müssen wir uns beeilen. Den nächsten Heli dürfen wir nicht raushauen. Ich will die Nuklear jetzt hier. Komm. Mit dem Movement trägt eine schöne Nuklear raus. Hast du denn, das wär's jetzt. Oh, no, 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 das ist jetzt kritisch. Drohne, 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 brauche ich ganz schnell. Hier oben bin ich ganz, ganz, ganz hart am Arsch. Oh mein Gott, unnachgiebig. Er hat eine Shotgun. Movement, Movement, nein, 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 das hier ging nicht durch. Das hier ging nicht durch. Da habe ich mich selbst in so eine blöde Situation geschossen. Aber 43-7, das schmeckt so gut. Das ist ja nicht mehr normal. Hier sitzt er. Daneben ist, glaube ich, noch einer. Nee, doch nicht. Hier, die treffen nicht, die treffen nicht, glaubt es mir. Glaubt es mir einfach. Hier. Der ist krank. Krank, 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 krank. Ich war selten und lange nicht mehr so gehypt in Black Ops 4. Das ist wirklich abnormal. Probiert das aus, Leute. Macht euch den Spaß. Es ist halt auch nicht OP, so dass es jeder machen kann, sondern man muss es sich halt echt erarbeiten, dass man damit gut klarkommt. Versucht's aus. Es ist wirklich, es ist spaßig und es ist heftig. Ja, guck mal, sie trifft nicht. Sitzt da rum und trifft nicht. Oh yeah, komm. Ja. Das ist einfach der Beweis. Ja.
Das ist einfach der Beweis. Das ist das Movement. Oh mein Gott, Mann. Alter. Alter. Alle weg. Oh, der Side-On auch noch. Nee. Leute, 60 zu 13 Solo in den Nuketown-Lobbys ist schon richtig, richtig, richtig lecker. Holy shit. Probiert es aus. Es ist wirklich abnormal. Es ist abnormal. Ihr könnt Leute damit outmoven. Ihr könnt selber euer Movement aufs Maximum pushen. Euer Aim nochmal richtig trainieren. Das ist auch... Also es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Probiert es mal aus. Ihr müsst locker einen Tag damit spielen, um damit richtig gut klarzukommen. Probiert die Varianten aus, die es mit Doppelschaft gibt. Sagt mir, was ihr vielleicht am besten findet. Ob ihr vielleicht noch eine Vapor gut findet oder eine Friedenstifter. Schreibt mir in die Kommentare, Leute. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Jo, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Würde mich sehr, sehr freuen. Auch wenn ihr ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Heftiger Movement-Trick, den ich durch einen Twitch-Zuschauer bekannt gegeben bekommen habe. Auf jeden Fall, Kuss geht raus an dich, Digga. Leute, wenn ihr vorbeischauen wollt auf Twitch, erster Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.